der vorletzten Woche in diesem Jahr. Heute ist der 12. oder 13. Ich weiß es gar nicht. Ich muss gucken. 12.12.2022. Morgen fahre ich runter nach Innsweiler. Sorry, war der Akku leer. Also heute Morgen fahre ich runter nach Innsweiler an den Tunnel. Dort lade ich die Planierraupe, die 726. Und die geht hoch nach Heuberg bei die Omis. Und danach, wenn sich nichts ändert, habe ich zwei Liebherrtouren. Einmal von Kapiteltal, Kaiserslautern zur Liebherr und einmal auch nicht weit weg davon steht bei der THW steht ein Bagger, ein R926. Kapiteltal ist ein R936, den ich da von der Seite abgeladen habe, und der zweite Bagger, ein R926, steht in Kaiserslautern am THW. Und die gehen beide zurück nach Landstuhl. Die Planierraube brummt auch schon, wie man sieht. Mal gucken, rückwärts hoch werde ich es eh nicht schaffen. Ich werde, wenn es klappt, drehe ich hier vorne gleich. Wenn es nicht klappt, fahre ich einmal zurück auf den Hundeplatz.
an den Fett. Über diese Kuppe drüber musste ich das Tiefbett komplett so weit ausheben mit dem Bagger drauf, so weit ausheben wie es halt gepackt hat. Dann habe ich trotzdem noch auf dem Boden geschliffen. Jetzt kann ich hier rein.
gesagt habe, aber ich habe es halt wieder mal gemacht. Er bringt mich noch so weit, dass ich nie wieder Danke sage. Der steht in Laudern am Tierheim. Wieder zwei Ausfahrten zurück. Alles gut. Alles gut.
Also, fahren wir wieder zurück ans Tierheim. Passiert im Showgeschäft. Ja. Ich bin hier gerade an dem Bagger. Den lasse ich stehen. Außerdem, ich müsste hier auf der Straße nebendran stehen bleiben und müsste den Bagger hier seitlich dann drauf fahren. Mache ich nicht. Ja, und der den Bagger hierher gefahren hat, kann auch holen. Ich nicht. So, jetzt gehe ich wieder zurück ans Auto. Gebe die frohe Botschaft weiter. Und dann schauen wir mal. Ich bin dann im Anschluss wieder runter nach Imsweiler, habe diese Walze hier geladen. Die ging dann auch nach Sembach auf den Heuberg. Und dann bin ich nach Weilerbach ins US-Hospital und habe einen L550, einen Radlader, geladen. Der ging mal wieder nach Kaiserslautern an die Pfaff. Mehr habe ich an diesem Tag nicht gemacht. Ich habe es allerdings auch nicht mehr gefilmt. Habe es mal wieder vergessen. Ja. Wieder der Akku leer. Gestern Morgen auch. Ich weiß nicht was. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich fahre jetzt heute Morgen nach Wiesbaden. Dort steht eine Planierraupe, eine unserer 736. Geht auch nach Hause. Es ist brutal kalt. Zeigt nur minus 5 an. Das heißt nur, es zeigt minus 5 an. Sorry, ich muss kurz nerven. Aber das ist so brutal kalt, das ist echt nicht mehr normal. Fühlt sich an, als wäre es mehr als minus 5. So, mal gucken, ob ich hier zwischen Laterne und Baum, ob ich da reinkomme. Und ob ich hier reinkomme. Steht da noch ein Anhänger. Soll da aber klappen.
Ich muss. Wir haben jetzt 10.30 Uhr. Ich habe gerade einen Engebach. Bei unserem Lager habe ich gerade leer gemacht, abgeladen. Ich muss jetzt leider nach Hause. Was Privates. Machen wir hier Schluss. Und Laro, bin ich dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.